Ich habe immer wieder denselben Traum. Ja, hast du das schon gesehen? Nee, aber sieht witzig aus. Ja. Immer wieder. Ich fühle mich nicht allein. Hey, Ueno-Yama. Wollen wir uns ein paar Brötchen holen? Nee, bin zu müde. Ich passe. Oh, und was ist mit Basketball? Lass mal, ich hau mich aufs Ohr. Schon wieder? Wer bist du? Ritsuka Ueno-Yama heiße ich. Hast du was an den Ohren? Ich rede mit dir! Hat's dir spontan die Sprache verschlagen oder was ist los? Kümmer dich lieber mal um deine Saiten, die sind viel zu stark gespannt, deswegen ist eine auch schon gerissen. Also echt, wie kann man eine waschechte Gibson so verkommen lassen? Hey! Was ist? Kann man das reparieren? Kannst du das? Klar kann ich das, aber rück mir nicht so auf die Pelle. Wirklich? Und wie lange dauert das? Naja. Könntest du das jetzt machen? Also, jetzt wird schwierig. Hab ja kein Werkzeug hier. So traurig zu gucken, das kann ja keiner mit ansehen. Du tust so, als ob eine gerissene Seite ein verdammter Weltuntergang wäre. Ich glaub, es hackt. Und wegen sowas verschwende ich meinen Mittagsschlaf. Oh. Ein bisschen mehr Begeisterung, wenn ich bitten darf. Und gib mir die Kohle für die Seiten. Pfoten weg. Sei gefälligst nicht so ungeduldig, du Anfänger.
Ich bitte dich. Ich flehe dich an. Ich will unbedingt lernen, so zu spielen. Bitte bring es mir bei. Diesen Akkord zu spielen war ein fataler Fehler. Denn offenbar hatte ich, ohne es zu merken, damit die Saiten seines Herzens zum Klingen gebracht. Vorher sollte ich sie wohl erstmal richtig stimmen. Von jenem Moment an wurde meine gesamte Welt völlig auf den Kopf gestellt. Was sollte das denn? Na was wohl, die hatte sich in meine Klamotten verirrt und deine entzückende ältere Schwester trägt nun mal keine Boxershorts. Klopf nächstes Mal wenigstens an, Mann. Sag mal, Rizka, habt ihr heute Bandprobe? Was soll die Frage? Ich hab schon mal gesagt, dass du dich nicht an meine Bandkollegen ranmachen sollst. Außerdem hat Akihiko dich doch eh abblitzen lassen, oder? Nein, überhaupt nicht! Oh. Autsch. Manchmal ist Yayoi echt eine blöde Kuh. Ich habe in der 6. Klasse mit dem Gitarrespielen angefangen. Ich durfte die meines Vaters benutzen, mit der er nicht mehr spielte. Aber so schnell wird man natürlich nicht zu einem Tom York oder Keith Richards. Wow, bist du schlecht. Ich war schon immer jemand, der so lange nicht locker lässt, bis es genauso läuft, wie er sich das vorstellt. Und so wurde die Musik mein ganzer Lebensinhalt. Als ich dann an die Oberschule wechselte, konnte ich endlich so spielen, wie ich es mir von Anfang an erträumt hatte. Aber je besser ich wurde, desto schwächer wurde meine Leidenschaft für die Musik. Und ehe ich mich versah, war mir die Freude am Spielen abhanden gekommen. Wenn ich so zurückdenke, habe ich beim ersten Saitenriss auch gedacht, ich hätte die Gitarre kaputt gemacht und deswegen fast geheult. So sieht also einer aus, der unbedingt Gitarre lernen will. Ja, nee, ist klar. Das kann er knicken. Dem werde ich was husten. Hey! Meinen Schlafplatz gebe ich ganz sicher nicht so schnell her. Du bist's, Rizka. Vielen Dank nochmal, dass du gestern die Saiten gewechselt hast. Kein Ding. Ach ja, übrigens, als Entschädigung. Rizka, eine Frage. Bringst du mir bitte bei, wie man spielt? Sein Ernst? Nee, du, lass mal stecken. Wenn das so ist, wie wär's hiermit? Alter. Hör mal, so einfach ist das nicht.
Völlig egal, ob du mir ein Brötchen oder Geld anbietest. Ich kann dir nicht helfen, weil ich gar nicht weiß, wie ich es dir beibringen soll. Da musst du dich selbst drum kümmern. Versuch's am besten mal bei der Musik-AG oder so. Such dir da doch eine Band zusammen. Was, eine Band? Ach, was rede ich denn da? Ich check das eh nicht so richtig. Du hast eine Gitarre, aber keinen Plan, wie man sie spielt? Das war nicht böse gemeint. Komm schon, jetzt lass den Kopf nicht hängen. Ach, was soll's. Belassen wir es dabei. Rietzka? Hey, schläfst du etwa schon? Was ist denn? Ich bitte dich, bring mir das Gitarrespielen bei. Hey, hör auf, mir hinterherzulaufen. Für den Gitarrenunterricht musst du dir jemand anderen suchen. Klar. Hey! Oh, hallo, Rietzka. Halt, Moment mal. Darf man fragen, wer das ist? Tja, so wie es aussieht, habe ich mir einen Streuner angelacht. Aha, und was heißt das? Na was wohl, der Typ folgt mir überall hin. Okay, klingt kurios, auch wenn ich nicht ganz checke, warum. Hey, du Nervensäge, jetzt stell dich wenigstens mal kurz vor. Komm schon, ich weiß ja, dass er fies aussieht, aber Akihiko ist echt nett, trotz der üblen Visage. Hey, tut mir leid, bin spät dran. Wer ist denn das? Was geht? Das ist unser Bassist Haruki. Euer Bassist? Ja, genau. Hey, was geht denn hier ab? Tja, kein Plan. Rietzka hat ihn angeschleppt. Jetzt mach schon. Hallo zusammen. Ich heiße Mafuyu Sato. Ich würde gern zusehen, also wenn ich darf. Du willst zusehen? Also gut, wenn das so ist, dann... Präsentieren wir uns von unserer besten Seite. Was? Ihr seid einverstanden? Ja, klar doch. Warum nicht? Na, weil der Kerl nichts peilt. Der ist ein totaler Anfänger. Was machen wir denn, wenn er von uns eine gottgleiche Performance erwartet oder so? Stimmt, das könnte in die Hose gehen. Wir müssen cool bleiben. Zu viel Druck ruiniert die Performance. Scheiße, du hast recht. Na los, mach ihm schöne Augen. Vielleicht kannst du es ihm ja ausreden. Sagt mal, wollt ihr jetzt echt eine große Show abziehen? Ach, was soll's. Spielen wir einfach wie immer. Nichts da. Kannst du vergessen. Wenn schon, denn schon. Wir lassen es krachen. Beschwören wir einen Sturm herauf. Wie Yujiro Ishihara. Ja, das finde ich gut. So ein altmodischer Ansatz ist gar nicht schlecht. Ist mal was anderes. Als reine Rhythmustruppe sind wir zwar eher vom alten Schlag, aber dafür haben wir einen oberstylischen Gitarristen am Start. Ich glaube, es hackt. Ich gebe euch gleich stylisch. Oh, dann wollen wir mal. Wie war dein Name noch gleich? Mafuyu Sato. Worauf stehst du denn so, wenn ich fragen darf? Worauf ich stehe? Na, was sollen wir für dich spielen? Was Cooles! Was auch immer das heißen mag. Na, sieh mal einer an. Der ist ja heute richtig gut drauf. Da lasse ich mich nicht zweimal bitten.
Warum muss ich dich jetzt eigentlich auch noch nach Hause bringen? Hey du, hörst du mir überhaupt zu? Hallo? Meinst du, dass ich wiederkommen darf? Lieber nicht. Zeigst du mir, wie man Gitarre spielt? Ich bitte dich. Nerv nicht. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht und keinen Schimmer, wie man das jemandem beibringt. Versuch es doch bitte trotzdem. Geh mir nicht auf den Zeiger. Es wäre echt besser, wenn du dich in der Schule an die Musik-AG wendest. Die können... Mann, das war ganz schön knapp. Pass gefälligst besser auf. Ich habe hinten nun mal keine Augen im Kopf. Werd ja nicht frech. Wie dem auch sei, geh erstmal zur Musik-AG und frag danach. Ist nichts Persönliches, aber das wäre wohl erstmal das Beste für dich. Du bist echt verdammt spät dran. Erschreck mich nicht so. Du warst offensichtlich mit Rumpflezen beschäftigt, also warum juckt dich das? Na, weil ich extra mit der Pizza auf dich gewartet habe. Oh, tut mir leid. Ist im Tiefkühler. Back sie auf. Oh. Sag mal, Yayoi, weißt du zufällig noch, womit ich damals beim Gitarrelernen angefangen hab? Ha? Nee, keine Ahnung. Du hast anfangs nur rumgeschrammelt. Aha. War ja klar, dass es ein Fehler war, dich zu fragen. Wobei ich mich selbst auch nicht mehr daran erinnere. Ich sag's ja. Allein der Gedanke, es jemandem von Null auf beibringen zu müssen, überfordert mich schon. Ich frag mich, ob ich früher auch diesen verklärten Blick drauf hatte. Los, ja. Nicht durch! Itaya, block ihn! Das war knapp. Schade. Das wäre beinahe nicht gut geworden. Hey, Uchi, was ist? Du bist heute nicht bei der Sache. Kein Plan, wenn ich das wüsste. Mann, das lässt mir keine Ruhe. Ich bin seit gestern nicht mehr an den Platz gegangen. Mein Gefühl sagt mir nämlich, wenn ich mich da blicken lasse, klopft er mich weich. Hey, Hosokai, spring mal für mich ein. Weiter geht's! Los, 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 komm her! Aber der wartet da bestimmt die ganze Zeit auf mich. Und dann packt er wieder diesen verdammten Hundeblick aus. Kacke! Wieso meldet sich deswegen eigentlich schon wieder mein schlechtes Gewissen? Was soll das? Nanu? Er ist nicht da. Moment mal. Warum nimmt mich das denn jetzt so mit? Hat er etwa aufgegeben? Gut, ich war ja gestern und heute nicht hier, aber... Nanu? 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 Rizka, Klappe zu. Es zieht. Hey! Hallihallo. Ist da oben jemand zu Hause? Sag mal, Alter, ist dir ein Laus über die Leber gelaufen oder warum ziehst du so eine Fresse? Quatsch. So sehe ich immer aus. Nee. Sorry, aber der Uwe, den ich kenne, sieht definitiv mehr nach Uwe aus als du gerade. Was du nicht sagst, du musst es ja wissen. Ah, jetzt verstehe ich. Warte, wie hieß der Kleine nochmal? Ich komm gleich drauf. Sato, Takahashi oder Suzuki? Dein Name ist Sato. Nimm ihn doch unter deine Fittiche. Hm? Na, so eine kleine Herausforderung in Sachen Musik wäre doch vielleicht ein ganz guter Anreiz für dich, oder nicht? Hm? Ich dachte nur, weil unsere Jam-Session neulich, die anscheinend echt Spaß gemacht hat. Na, ist ja auch egal. Gehen wir eine Runde proben. Ernsthaft? Hat man mir das echt so sehr angesehen? Was, ganz allein? Ist ja hey, der Hammer. Wir sind spät dran, sorry. Ah. Hey, na, ihr beiden? Seht mal, Mafuyu ist wieder da. Er hat ganz allein vor der Studiotür gehockt, da habe ich ihn mit reingenommen. Akihiko, hast du mir den Tee mitgebracht? Da. Aha, hier steckst du also! Was soll das? Was willst Jetzt du hier? Entspann dich mal. Guck doch mal, das ist der Wahnsinn. Uichi, hör dir das an. Sieh mal. Ich hab was gelernt. Hier.
Haruki war so nett, mir zu zeigen, wie man die Saiten aufzieht. Ach ja? Außerdem, hör mal. Und, was sagst du? Ist das so richtig? Lass mich raten. Du warst gar nicht erst bei der Musik AG, stimmt's? Doch, war ich schon. Da waren noch viele andere Leute. Und es schien so, als würde es Spaß machen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich dich viel cooler. Ja. Aha. Und deshalb wollte ich dich fragen, ob du mir das Gitarrespielen beibringst.